Die Entdeckung der Röntgenstrahlen war ein Meilenstein in der Geschichte der Medizin. Mit unsichtbaren Strahlen wurde es möglich, ins Innere des Körpers zu blicken. Das neue Verfahren wurde vom deutschen Physiker Wilhelm Conrad Röntgen entdeckt. Das Prinzip ist ähnlich wie bei der Fotografie. Dichtes Gewebe wie Knochen lässt weniger Strahlen hindurch als Weichteile wie etwa Muskeln. So entsteht eine typisch schwarz-weiße Röntgenaufnahme. Die Menschen waren fasziniert von den Möglichkeiten des Röntgens. Eine stürmische technische Entwicklung setzte ein. Ab den 50er Jahren gab es in vielen Schuhgeschäften Röntgenapparate. Damit wurde geprüft, ob die Schuhe auch wirklich groß genug sind. Aus den Apparaten kamen Unmengen von Röntgenstrahlen. Über deren Schädlichkeit wusste man damals noch so gut wie nichts. Heute kann man sich kaum vorstellen, wie unbekümmert man früher mit Röntgenstrahlen umging. Das Risiko heißt Krebs. Denn Röntgenstrahlen können im Prinzip Körperzellen schädigen und die Erbsubstanz verändern. Im schlimmsten Fall werden aus den defekten Zellen Krebszellen. Bei den modernen Röntgenapparaten sind gegenüber früher Technik und Strahlenschutz wesentlich verbessert worden. Die Zahl der Anwendungen stieg denn auch rasant. In der Schweiz sind es weit über 10 Millionen pro Jahr. Wenn das Röntgen auch viel schonender geworden ist, eines gilt heute noch: Zu viel Röntgen kann gefährlich sein.